Servus, liebe Leute, und bevor das Video so richtig durchstartet, jetzt kommt eine Parodie im Anschluss. Ihr habt zum Titel gelesen, nimmt das Ganze jetzt nicht zu ernst. Und ja, wenn ihr haten wollt, dass ich das nicht mehr machen soll, es soll nur ein bisschen lustig sein, ein paar größere YouTuber da so Eigenschaften nennen, die sie immer sagen oder die sie immer anwenden. Das werde ich jetzt im Folgenden machen und ihr seht das Ganze nach dem Intro. Also Jungs, ich würde sagen, viel Spaß dabei und wenn es euch gefallen hat, mache ich das öfters. Wenn es nicht, dann lasse ich es wieder. Ist nur ein Test und alle Kanäle oder ein Kanal, den ich parodiere, unten in der Beschreibung. Schaut auf jeden Fall rein und ansonsten habt viel Spaß damit und nehmt es mit Humor. Jo, meine lieben Leute, heute zu einer weiteren Folge Clash Royale mit mir. Und ich würde sagen, starten wir mal durch, aber ich bin ein bisschen erkältet, tut mir richtig, richtig leid. Ja, weiß nicht, aber es hindert mich natürlich nicht daran, ein Video für euch rauszuhauen, ist ja klar. Und ja, heute mal XXL Magical Chest, Super Magical Chest Opening, gesponsert natürlich durch Grab Points, aber wir gehen jetzt mal erstmal rein. Gratistruhe haben wir bekommen für 10 Euro. Nein, natürlich nicht für 10 Euro, aber gönnen wir uns. Ein bisschen was haben wir gekriegt. Silberkiste öffnen wir natürlich auch. Und ja, ansonsten, was gibt's noch zu sagen? Gar nicht mehr so viel, aber bin erkältet, aber ich muss natürlich ein Video für euch raushauen. Seid natürlich die Besten. Ansonsten gehen wir mal in den Fight rein. Und wir haben ja brutale Pokalanzahl. Wir sind bei 1054. Ich weiß gerade gar nicht mehr. Ah, wir sind bei 1054 Pokalen. Stimmt ja, tut mir leid. Und unser Clan ist bei. Wie viel lokal? Wahrscheinlich gar nicht drin, oder? Haben wir es in die Top 200 geschafft? Ich denke mal, sicherlich. Oh, muss ich da lang scrollen? Ja, wir sind nicht drin. Wow. Hätte ich ja schon ahnen können. Aber ich würde sagen, gehen wir noch in den Replay rein. Und ja, ansonsten lassen wir es dann dabei. Nur das kurze Replay machen wir zweifach Geschwindigkeit. Wie gesagt, meine Stimme ist nicht so ganz fresh. Und ansonsten alles gut, aber. Die Tage können wir natürlich auch ein Case Opening mal wieder hochladen. Ist natürlich klar, dass mich da wieder jemand unterstützen müsste. Und ansonsten würde es natürlich nicht klar gehen, weil das ist echt ganz schön viel. Ist natürlich klar. Aber ihr feiert's, ich feier's. Und natürlich bedanke ich mich bei über 100.000 Abonnenten nochmal hier an dieser Stelle. Sind ja mittlerweile schon über 110.000. Ja, also Jungs, ich würde sagen, diese Fight wird noch gegönnt. Und dann müssen wir auch Schluss machen. Sorry, aber nächstes Mal gibt es natürlich wieder Live-Fights, aber. Ja, sehen wir dann noch, was wir machen. Und vielleicht mal wieder mit Pookie oder so. Müssen wir auf jeden Fall mal reinschauen, was wir da so großartig veranstalten. Aber ich denke, demnächst mal wieder Riesendrohnen, easy drin. Und ja, machen wir viel Geschwindigkeit, komm. Ansonsten, ja, lasst natürlich wie immer eine positive Bewertung dabei. Was 5000 Likes, easy drin, denke ich jetzt mal. Und ja, wenn nicht, dann halt nicht. Aber man sieht sich bei der nächsten Folge Clash Royale auf jeden Fall wieder. Hoffentlich morgen. Elgato läuft ja richtig, richtig gut. Und der Reflektor ist natürlich immer abgeschmiert. Das kann ich natürlich nicht gönnen. Aber lasst eine positive Bewertung da und wir sehen uns. Ciao, ciao. Paru mână se dură prin țărână cu țăranul clasic braț la braț sau de mână trage buza peste dinți fraiere cam am surprize ca aia deci puie bă te-am văzut la disco ești mișto bineînțeles căutai putul G pe GPS când ai el la bară te faci foc și pară blocul pentru tine un sac pe verticală crești la sală ca un prost fără rost un copos nu știe că îmbrac un prost când lași geamul jos băi ai grijă ce zici că te zbor din X5